gladiators take the stage. Ein Hoffnungsschimmer in Violett. 3 Punkte gegen den SV Mattersburg. Herzlich willkommen bei Dein Verein Austria Wien. Ich begrüße Sie gemeinsam mit unserem Sky-Experten Manuel Ortlechner. Servus. Servus, hallo. Immerhin kann man sagen, ein 2:1 gegen den SV Mattersburg. 3 Punkte sind das Wichtigste und man rückt den Hartbergern wieder ein wenig näher. Kann man noch träumen von der Meistergruppe bei den Violetten? Ja, man muss träumen. Ich denke, wir haben das auch alle gefordert, sind weiter zu träumen davon. Und alles, was zählt, sind auch nur die 3 Punkte, denke ich. Da geht es gar nicht darum, dass man momentan einen tollen Fußball liefert, weil es ist, denke ich, auch in Anbetracht der aktuellen Situation auch schwer vorstellbar. Umso glücklicher haben wir auch gesehen, die Reaktionen nach diesem Sieg auch, weil es ganz, ganz wichtig war, dass man diese Mini-Chancen irgendwo auch noch bewahrt und die gibt es de facto noch. Manuel, hast du in deiner Zeit bei der Austria als Spieler oder auch später von der Generali-Arena ab und zu runtergeschaut auf die Südosttangente? Ich habe sehr oft von der Tangente raufgeschaut im Stau. Das machen wir alle. Im Stau natürlich, ja. Das machen wir alle. Aber das eine oder andere Mal bin ich auch vorbeigelaufen, wie auch immer, und habe runtergeschaut. Aber Gott sei Dank stehe ich jetzt nicht im Stau. Der Philosoph unter unseren Beitragsgestaltern, Sie wissen, von wem ich rede, Christoph Jochum, der hat gewisse Parallelen geortet zwischen der A23 und der Austria. Wenn es Abend wird, in Wien Favoriten. Wenn draußen neben dem Stadion auf der Südosttangente das tägliche Verkehrschaos tobt. Wenn die Ruhe nur eine vermeintliche ist, weil einfach zu wenig weitergeht. Stop and go in Richtung Abstiegskampf. Ja, ich glaube, wir müssen schon realistisch sein. Und wenn man es nach dem mathematischen Faktum sieht, sind wir dem Abstiegsplatz näher als einem Europacup-Platz in der jetzigen Situation. Ich glaube aber auch, dass hier im Club diese Situation von niemandem unterschätzt wird, dass wir das schon einzuordnen haben, dass wir uns da nicht selbst beweihräuchern und sagen, ja, wir haben schon die Qualität. In der Generali Arena soll schon im Frühling eine veränderte Mannschaft auflaufen. Eine Herausforderung, denn das finanzielle Sicherheitsnetz ist nicht mehr vorhanden. Angebliche Liquiditätsprobleme allerdings auch nicht. Es ist eine Zeit, wo es natürlich sehr viele böse Gerüchte gibt. Ich kann das alles ganz klar von uns weisen. Wir haben kein Geheimnis daraus gemacht, dass es sozusagen keine finanziellen Polster gibt. Aber wir haben einen Jahresabschluss bei der Liga eingereicht und wir haben auch eine klare Planung und Prognose, weil wir das ja auch als Auflage hatten, wie es sozusagen weitergeht. Alles andere sind die in solchen Phasen, ja, wie man so möchte, durchaus erwartbaren Rumors, wie man so schön sagt, die entstehen. Man hat persönlich und als Club natürlich nicht nur Freunde. Freunde sucht Markus Kretschmer zurzeit im In- und Ausland. Die Austria ist in Gesprächen mit einigen Investoren. Den Mäzen, der sagt, da hast du einmal schnell ein paar Millionen und macht es einmal schön weiter, den wird es in der Phase nicht geben. Ja? Aber dass Austria mit der spezifischen Situation Wien als lebenswerteste Stadt der Welt, als Hauptstadt eingebettet in Europa, ein sehr attraktiver Partner für einige auch internationale Interessenten ist, das will ich gar nicht verhehlen. Und da gilt es einfach, gute und intensive Gespräche fortzusetzen. Geschäftsschädigend zuletzt das Verhalten der Austria-Fans. Die von einigen provozierte Spielunterbrechung in Pasching nicht zu entschuldigen. Die persönlichen Anfeindungen steckt Markus Kretschmer gut weg. Er hat Erfahrung. Schon 2009 gegen Bilbao stellte er sich gegen den Mob. Problematische Fans machen ihm keine Angst. Er ist stets gesprächsbereit, aber die roten Linien sind bei der Austria mehr als klar definiert. Es gibt einfach Grenzen, trotz aller Emotionalität. Und wer diese Grenzen überschreitet, mit dem wird dann auch nicht mehr kommuniziert, sondern der wird dann rigoros sozusagen hinausgedrängt. Bilbao 2019 damals war sicherlich ein Wendepunkt, wo wir auch vorher immer wieder versucht haben, viel über den Dialog zu kommen. Aber es gibt einfach Grenzen und die haben wir damals klar gesetzt. Keine Politik, keine Gewalt, keine unerlaubte Pyrotechnik. Und wer das überschreitet, der ist draußen. In absehbarer Zeit ganz sicher nicht draußen, ist Christian Ilzer.
Unabhängig von den aktuellen Ergebnissen ist man bei der Austria vom Trainer überzeugt. Klar, wir ziehen den Weg durch und ich glaube, mit der Rückendeckung, die da ist und auch mit der Kompetenz, die da ist, wird uns das gelingen, weil wir auch, das muss man auch ganz offen sagen, unsere Lehren gezogen haben aus der jüngeren Vergangenheit wiederum, nicht nur aus der Historie. Austria war ja immer, glaube ich, bekannt dafür, dass man die Geduld mit Trainern sehr rasch enden wollend war. Aber da müssen wir einfach lernen. Das braucht Zeit. Und Zeit ist rar in diesem schnelllebigen Geschäft. Die Austria muss schnell auf Spur, steht unter Druck, hat es eilig. Es ist Rush Hour in Wien Favoriten. Es ist nicht immer leicht, Vorstand eines österreichischen Fußball-Bundesliga-Clubs zu sein. Du kennst ihn ein wenig besser, den Markus Kretschmer. Wie geht er persönlich mit dieser Kritik eines Teils der Fans, ist ja nur ein Teil, um? Ja, Respekt auch, wie er das momentan wegsteckt, weil es, glaube ich, nicht lustig, wenn du beinahe jedes Spiel auch irgendwelche Plakate siehst, die eigentlich deine Ablöse fordern. Da kann man noch so lange in diesem Business sein, aber unterm Strich ist jeder auch ein Mensch und hat das nicht verdient. Kritisch zu sein ist gut, aber Menschen dahinter haben auch Emotionen und Gefühle und da denke ich, man sollte schon unterscheiden zwischen Privatperson und beruflicher Person. Hat sich niemand verdient. Kommen wir zurück zum sportlichen Orte. Gegen den SV Mattersburg hat es also wieder einmal zu 3 Punkten nach längerer Zeit für die Austria gereicht. Erich Auer fasst zusammen. Mit der 5. Niederlage in Folge fällt der SV Mattersburg auf den vorletzten Tabellenplatz zurück. Die Burgenländer haben aber die erste große Chance im Spiel durch den Ex-Austrianer Kwasina. Nach nur 25 Sekunden in Führung geht die Austria Ecke Sachs. Mara klärt, Kuhn macht den Ball noch mal heiß, Madl mit dem Kopf und dann ist Kapitän Alexander Grünwald in Minute 14 zur Stelle. Die Mattersburger kommen weiterhin zu guten Möglichkeiten, zu einer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch ihren Kapitän Hanno Lucic. Pariert 5 Minuten nach dem Seitenwechsel, die Ecke von Sarkaria und dann Thomas Ebner mit seinem ersten Bundesligator für die Austria. Das macht er ganz überlegt mit der Innenseite. Mattersburg wechselt extrem offensiv, bringt alles, was stürmen kann, auf den Platz und macht dann auch ein Tor. Und zwar durch den eingewechselten Patrick Bürger, aber das zählt nicht. Abseits, sagt der Assistent, und recht hat er. Beim Zuspiel von Halper ist Bürger vorne. In Minute 77 klappt es dann aber. Ecke Salomon, Bürger mit dem ersten Kopfballtor des SVM in dieser Saison. Aber es reicht nicht mehr. Die Wiener Austria gewinnt mit 2:1. Und immerhin hat sich dadurch, durch diesen Sieg, der Rückstand auf den Tabellensechsten, auf den TSV Hartberg, ein wenig verringert. Jetzt sind es unter Anführungszeichen nur mehr 6 Punkte, aber das ist noch immer jede Menge Holz. Natürlich, man braucht auch eine gewisse Serie, man muss die direkten Duelle gewinnen, dann ist es nur möglich. Sogar die Meistergruppe ist also noch möglich aus deiner Sicht. Was ist notwendig, um das wirklich auch zu schaffen? Muss jetzt ein Ruck durch die Mannschaft gehen? Es gab immer wieder mal nach 2, 3 weniger guten Spielen dann ein Erfolgserlebnis und dann hat es geheißen, es ist der erste Schritt raus gewesen. Dann gab es sofort wieder prompt die nächste Ernüchterung. Jetzt ist es an der Mannschaft, einfach einmal einen zweiten, einen dritten und vielleicht sogar einen vierten Sieg hintereinander einzufahren. Dann kann man nach wie vor der Meistergruppe träumen. Orte, spielst du FIFA? Nein. Ich auch keine nicht. Zeit dafür. Aber die E-Bundesliga, die hat sich jetzt schon etabliert. Wir sind schon in der 3. Saison. Das Finale gibt es wieder live zu sehen bei Sky am 1. und 2. Februar. Bei den einzelnen Vereinen finden jetzt die Ausscheidungsturniere statt. Wer ist dann im Team bei der Endrunde dabei? Und das war vor ein paar Tagen auch bei der Austria der Fall. Ich finde die Veranstaltung super, weil mehr oder weniger der E-Sport in Österreich jetzt an mehr und mehr Aufschwung gewinnt und mehr Interessenten ranzieht. Und hier im VIP-Club jetzt bei der Austria, das ist natürlich schon eine schöne Location und ich glaube, alle Teilnehmer sind durchaus froh, dass sie sich bei der Austria angemeldet haben. Ich
finde jetzt, es sind doch mehr Leute als erwartet. Ich hätte mir nicht so viel erwartet und eine mega Stimmung hier. Und ich bin gespannt, wie das hier weitergeht mit Austria. Ist jetzt mittlerweile schon ein mega Ding bei uns, die E-Sports-Geschichte. Ich finde die E-Bundesliga von der Veranstaltung ziemlich gut. Ich war ja auch auf der virtuellen Bundesliga in Deutschland und ich finde sogar die E-Bundesliga ist in der Hinsicht viel besser, von der Planung her und von der Struktur. Also man merkt, dass die E-Bundesliga von Jahr zu Jahr größer wird, immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und das ist natürlich super für den E-Sport allgemein. Ich hoffe, es wird immer größer, es steigen immer mehr Sponsoren an, damit es immer größer wird, die vielleicht die Zuschauer noch mehr erreicht und ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Also ich finde das Konzept der E-Bundesliga echt super, vor allem, dass man dafür seinen Herzensverein antreten kann und versuchen kann, ins Team zu kommen und auch dann beim Teamfinale und beim Einzelfinale. Die Atmosphäre bei der Location, die ist einfach ein Wahnsinn und ja, ich freue mich jedes Jahr aufs Neue dabei zu sein und freue mich auch heuer wieder. Und in der vergangenen Saison hat das Team der Austria immerhin in beiden Bewerben jeweils den zweiten Platz erreicht. Vom zweiten Platz können die Fußballprofis derzeit nur träumen, Manuel. Nächste Aufgabe in 2 Wochen nach der Ligapause auswärts in der Südstadt. Eine harte Nuss. Ja, ich darf jetzt fast behaupten, dass das sicher andere Nummer werden wird wie die Mattersburger, weil ich war auch im Stadion und ich finde, dass die sich wirklich sehr, sehr fehlanfällig gezeigt haben. Die Admira wiederum seit Wochen mit dem neuen Trainer, auch mit Klausi Schmidt, viel, viel kompakter, viel, viel emotionaler und auch intensiver in ihrer Spielweise. Also die sind wirklich schwer zu knacken, also da wartet echt eine Hausnummer. Vielleicht hat aber dieser Sieg gegen Mattersburg etwas ausgelöst. Na, hoffentlich. Irgendwann muss es ja so sein. Hoffentlich weit. Natürlich. Und dann kann man schauen, jetzt vielleicht einen nächsten Sieg und dann noch einen. Und dann kann man wirklich noch von der Meistergruppe auch träumen. Vielen Dank, Manuel Ortlechner, für deine Einschätzungen. Liebe Zuschauer, das war dein Verein Austria Wien. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.